Geht ab, ich mag es. Ich wollte gerade sagen, hast du die frisiert oder was? Ja. Hä? Yo, 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 Leute, was geht ab? Euer Harzweiler hier wieder am Start. Ja, viele haben sich immer gewünscht, dass ich mal eine Runde Mofa fahre. Und heute ist es soweit. Harzweiler fährt eine Mofa. Das ist eine Solo-Mofa. Und zwar war ich gerade bei meinem Opa und der hat diese Mofa schon seit Ewigkeiten. Und der ist ihm gerade damit gefahren, da habe ich gleich angehalten und habe gesagt, Opa, gib mal die Mofa her, jetzt will ich damit auch eine Runde fahren. Das ist das erste Mal, bestimmt seit 15 Jahren das erste Mal wieder, dass ich Mofa fahre. Aber wenn man so mal so guckt, der läuft 45. Nicht schlecht. 45, was hat denn Opa daran gemacht, dass sie so schnell ist, ne? Ach, ich habe noch gar nicht mal Vollgas gegeben. Alter, was? Jetzt kriege ich aber Angst. 55 auf dem Tacho? Irgendwann fährt man Opa mit einer frisierten Mofa rum, oder was? Ja, geht ja richtig ab. Aber ich muss ehrlich sagen, es macht mega Spaß, mit einer Mofa zu fahren. Hätte ich nie gedacht. Gerade weil die noch voll abgeht, finde ich. Der Tacho kann doch nicht stimmen, oder? Ich muss mal kurz gucken. Das sind niemals echte 45 km/h. Ey, dieser Sitz ist geil, wie der federt, ey. Dieser Sitz ist richtig geil. Ich glaube, ich muss mir mal öfters natzen von meinem Opa und mal öfters mal einen Mofa-Vlog machen. Oh, berghoch. Oh, jetzt hat sie zu kämpfen. Die Hupe ist ja natürlich auch geil, ne? Oh, 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 ihr Gelände. Aber jetzt zieht sie durch. Schade, was richtig schade ist, dass keine zum Schalten ist. Das wäre geil, wenn es so eine alte Herkules-Mofa wäre, die noch zum Schalten wäre. Schöne Zweigang, das wäre was Geiles. Aber die Mofa macht auf jeden Fall auch schon Spaß. Mein Opa, der hat ja auch noch einen Quad. Zwar nur so ein China-Bomber, aber das muss ich demnächst auch mal fahren, das Quad. Ich bin ja noch nie im Leben Quad gefahren. Ich glaube, da würden sich auch so einige freuen, wenn ich mal ein Video mit einem Quad mache. Oh, die Bremsen hören sich aber nicht gut an. So, jetzt bergab hier. Jetzt aber. Machen wir die 60 platt hier. Nee, jetzt Endgeschwindigkeit. Ihr 60. Oh, ich höre lieber auf. Wenn ich die kaputt mache, mein Opa ist echt streng, wenn ich seine Mofa kaputt mache, dann bin ich dran. Alter, aber das macht so Spaß. Du kannst überall richtig rüberheizen mit der Mofa. Ja, jetzt richtig Mofa-Sound. Mofa-Sound. Diese Hupe hat sich mir voll angetan. Ey, mit der kann man so um die Kurven zimmern. Na, ich bringe die jetzt erstmal wieder zurück und dann zeige ich euch gleich noch die Mofa. Geht ab, ich mag es. Ich wollte gerade sagen, hast du die frisiert oder was? Ja. Hä? Die ist doch frisiert. Gut, ja. Ja, viel zu schnell, so schnell darfst du damit gar nicht fahren. Wieso? Ich darf nur fahren. Nee, im Mofa darf maximal 25 km/h laufen, keine 60 laut Tacho. So Leute, das ist diese wahnsinnige Mofa, mit der ich ihn gerade gefahren bin. Hä? Nee, das ist mein Opa. Er hat auch noch so einen richtig geilen, wahnsinnigen Korb hier hinten drauf. Den hat er hier von Rewe geklaut. Von Rewe, ich sehe. Ja, ja. Auf jeden Fall ein mega geiles Teil, hat mega Spaß gemacht damit zu fahren. Muss man gucken, wo er mal drauf packt. Müsste man mal öfters machen. Wie fährt's runter? 2897 Kilometer, ist echt noch nicht viel. Ich krieg da 460. 460? Okay. 460 Kilometer. Aber die Hupe ist geil. Die macht mich nicht kaputt. Die ist älter wie du, nicht. Ja, ich höre das schon auf. Von der Bundeswehr noch. Ja, die alten Leute immer. So Leute, das war's mit diesem Vlog. Ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Also, ciao, ciao.